Hallo meine Lieben, in den letzten Videos habt ihr die Bestimmung der einzelnen Tierkreiszeichen erfahren. Nun möchte ich euch Näheres über die Charaktereigenschaften derselben näherbringen, euch jedes Sternzeichen vom Typ her erklären. Wir beginnen mit dem Widder. Zu Frühlingsbeginn erblicken die im Zeichen des Widders geborenen Menschen das Licht der Welt. So wie sich die Natur erneuert, so schreitet auch der Widder mit Tatendrang voran. Widdergeborene besitzen eine einfache und unbekümmerte Lebendigkeit der Natur. Aktiv, dynamisch und feurig stehen sie stets unter Volldampf und können auch mal explodieren, gerade so wie ein Schnellkochtopf, den man nicht richtig bedient hat. Vor allem, wenn der Widder warten muss oder er es mit unkompetenten Menschen zu tun bekommt, dann kann ihm sozusagen schon einmal der Kragen platzen. Stellt man sich ihm unabsichtlich oder absichtlich in den Weg, bemerkt man schnell, welch ungeduldiges Energiebündel der Widder ist. Die Devise des Widders ist: immer weiter, immer vorwärts, immer mit dem Blick für einen neuen Anfang im Auge. Er zeigt sich energiegeladen mit neuem Mut. Und sein Erfolg liegt darin, dass er rascher handelt als andere. Manchmal leider auch nicht mit ausreichender Überlegung. Er ist kein typischer Diplomat, aber er sucht immer nach ehrlichen Worten. So weiß man, woran man bei ihm ist, was nicht ungeschätzt bleibt. Der Widder geht ohne große Umwege auf seine Ziele zu. Er ist im Feuerzeichen geboren und trägt viel menschliche Wärme in sich. Hinter seiner rauen Schale verbirgt sich viel Herz und ein weicher Kern. Das war der Widder und als nächstes folgt das Tierkreiszeichen Stier. Herzlichst, eure Dirja.